Jo Leute, was geht ab? Honey am Start. Ja Freunde, es ist soweit. EA hat die nächste Promo released. Die Titans. Promokarten bestehen aus aufgewerteten Icons oder Hero-Karten. Wir gehen mal rein ins Team 1. Ich habe mir mal wieder ein paar Packs aufgespart. Außerdem werden wir unsere Foot Birthday Tauschtoken eintauschen gegen ein paar krasse Special Packs. Und dann hoffe ich doch, dass wir endlich mal wieder Glück haben und eine der aktuellen Promokarten ziehen. Team 1 sieht nämlich so aus. Sind schon ein paar geile Karten dabei. Unter anderem Zidane, Fernando Torres, Roberto Carlos und auch der kleine Junge Philipp Lahm. So, unsere ersten 20 Foot Birthday Tauschtoken sind schon draufgegangen für zwei 20x84 plus seltene Spielerpacks. Also wenn da keine Spezialkarte rauskommt, dann weiß ich auch nicht. So, für drei Tauschtoken holen wir uns noch ein Foot Birthday Team 1 Spielerpack. Und für den schmalen Taler von 1 Tauschtoken 11 81 plus Spieler. So, da habe ich jetzt noch 36 Packs. Da sind richtig geile Packs dabei. Mega Packs. 81 plus Packs, 84 plus Packs. Die 20x84 plus, die wir eben gerade eingelöst haben. 85 plus. Also wenn da jetzt kein Titan rauskommt, dann weiß ich auch nicht. So, wir beginnen wie immer mit dem schlechtesten Pack. Normales Goldpack. Keine hohen Erwartungen. Oh, immerhin seltener, obwohl nur eine seltene Karte drin ist. Wir beginnen mit Godfrey. Sei Gott mit uns heute. Und da gehen die Lichter schon zum ersten Mal an heute. David Silva, okay. Erste Board ist da. Prime Electrum Spieler Pack, komm schon. Erste Spezialkarte ist da. Ist nicht mal ein Walkout Inform, aber es ist ein Inform. Redmond von Besiktas, okay. Oh, nächster Inform, wieder kein Walkout. Ja, das aktuelle Team of the Week ist auch gar nicht so schlecht, ne? Mit Benzema, Lewandowski, De Bruyne. Aber es bleibt erstmal bei den 83er Inform. Jumbo Premium Goldpack versteckt sich hier hinten noch. Wieder gehen die Lichter an. Na Mensch, was ist denn heute los? Ruben Neves, okay. Na, wir bleiben aber bei einem Rating von 83 stehen. Da muss jetzt auch langsam mal eine kleine Steigerung her. Premium Gold Spieler Pack. Ja. Ist ein Plus 1. Jetzt geht's erst richtig los sozusagen. Mit einem seltenen Goldpack. Come on. Ja, komm, wir machen erst die 5 Packs mit den 2 81 Plus, okay? Beginnen mit der goldenen Mitte. Ja, jetzt müssen die Lichter mal angehen. Jo, erster Walkout ist da. Nice. Brozovic. Gleich nochmal eins nachlegen. Komm schon. Ja, Lichter gehen wieder an. Oh, Inter ist gut. De Vrij. Ja, beim letzten Pack-Opening hat uns ja so ein bisschen Manchester City verfolgt. Jetzt scheint es Inter Mailand zu übernehmen. Ja, das kann keiner sein von Inter. Aber wir bleiben in der italienischen Liga mit Luis Alberto. So, dann gehen wir mal über zum Jumbo Premium Goldspieler. Jumbo. Zeig mal, ob das so Jumbo ist. Oh, nix so gut. Thomas Partey. Keine Party ohne Partey. Zwei Megapacks. Wir gehen erst mit den Untauschbaren. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jorginho. 85er. Ist okay. Tauschbares Megapack. Hier wäre es natürlich noch besser, was Gutes zu ziehen. Och, nicht Kevin. Nein. Nani? Okay, bis auf zwei mickrige 83er Informs noch keine Spezialkarte dabei gewesen. Jetzt kommen wir zu den garantierten Packs. Wir beginnen bei einem 84 plus Spieler. Komm schon. Ach, ist glaube ich nicht mal ein Walkout, oder? Geht besser. Das gleiche nochmal, aber jetzt bitte in gut, EA. Komm schon. Geht doch besser. Wenn es mit einzelnen 84ern nicht klappt, dann halt mit 2 84 plus. Ja, das ist der Trick dahinter. Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass hier zwei 84er drin sind, oder? Willst du mir jetzt nicht erzählen? Okay, EA. Ich gebe euch jetzt noch eine Chance. Wenn jetzt hier kein Walkout rauskommt, dann muss ich
muss da irgendwas faul sein. Let's go. Da ist er doch, die versteckte Kamera. Ja, okay, jetzt können wir es auflösen. War witzig. Ach, das war kein Witz. Ach so. Die wollen mir jetzt nicht erzählen, dass ich aus 6 84 Plus Spielern 6 84er bekommen habe. Wirklich jetzt? Stopp. Oh, oh, Chiro. Oh, ist nicht der Walkout, den man sehen will. Ist ein bisschen niedrig vom Rating, aber ist mal wieder ein Walkout. Okay, Chiro. Oh, wir haben 283 plus übersehen. Aber vielleicht sind ja sogar besser. Oder 283er? Ach, na sieh mal einer an. Das ist es. Paulo Dybala. Dritter Walkout incoming. Also, das, die Logik verstehe ich nicht. 83 plus ist dann einfach besser. Ja, wahrscheinlich sind einfach beide besser als 84. Alles klar. Aber wisst ihr, was noch besser ist als 284 plus? 384 plus. So, und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, wenn jetzt hier 384er rauskommen, mache ich den Scheiß aus. Oh, das ist auch das ist der Titan Philipp Lahm. Oh, yes, baby. Oh. Ist nur der kleine Philipp, aber den nehme ich auch. Yes. Ich glaube, den kann man sogar spielen. Philipp Lahm, nice! Endlich mal! 284er, das wär's gewesen, ne? Ha, yay! Wenn das nur ein 284 Plus Pack gewesen wäre. Schick mal weg erstmal ein paar 83er, dass wir hier wieder ein bisschen Platz im Verein haben. Dafür Rafa Guerreiro, Player of the Month vom BVB. Nice, hab ich auch Bock drauf. Geile Stats, geile Karte, verdient. Ja, Rafa, komm rein. Und einen guten Link zu meinem Meunier, der jetzt auch auf 89 geupgradet wird, nach dem Sieg über Union. Nice. Okay, Freunde, wir machen weiter mit einem 85-Plus-Spieler. Walkout-Wahrscheinlichkeit schon etwas höher, wenn es denn kein 85er wird. Es ist Luka Modric. 88er Luka Modric. 10-82-Plus. Nachdem vorhin 10-81-Plus gar nicht so verkehrt waren, in vom Walkout. Oh, De Bruyne. Oh, mein Gott. Es muss halt immer ein Faker geben, ne? Toby Alderweireld. Oh, jetzt war ich wirklich der festen Überzeugung, dass jetzt KDB da rauskommt. Shit. Okay, jetzt neigen wir uns schon langsam dem Ende. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert von der Reihenfolge her, wie wir es machen. Komm, wir machen das 285 plus und danach öffnen wir den Foot Birthday Player. Komm schon, 285 plus. Komm. Also Walkout muss eigentlich kommen. Ja. Es ist wieder Giro. Es ist wieder Giro Immobilie. Okay, dann jetzt wie versprochen ein Footbirthday Player aus dem Team 1. Komm schon. Komm schon. Da kann auch was Gutes rauskommen. Komm schon. Oh, nicht Jibril. Oh, hat viel Potenzial gehabt. Das war's dann aber auch. 584 plus. Komm schon. Let's go. Ah, könnte nochmal eine Titan-Karte kommen. Aber ist Toni? Thomas? Ah, es müllert. Ist noch eine Titan-Karte dahinter. Donovan. Ah, das ist aber auch schon wieder eine Frechheit, ne? Dass der dir da nicht angezeigt wird. Mein Gott, die Visualisierung ist so geil. Und dann zeigen die dir einfach Thomas Müller an. Nach 584 plus folgt richtig 585 plus. Ja, ist ein Walkout. Muss ja auch fast. Oh Gott, war es aber gutes Rating. Kann noch was dahinter sein. Wer weiß, wenn es eben bei Müller schon so war, warum sollte es nicht nochmal so sein, dass sich da ein Trophy Titan dahinter versteckt? Ja, ist doch gut. Hör jetzt auf, hier so einen Schmarrn zu machen. Nee, ist nur der Erlinger dahinter. Also, wir merken uns. 90, 88 und 385. Können wir das nochmal toppen? Wir versuchen's. Let's go. Oh, ist ein Inform-Walkout. Oh, ich dachte schon. Oh, wer ist denn Deutsch?
Leeboy! Mein Gott, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass der im Team of the Week ist. Stabil, für das Spiel gegen Dortmund, oder was? Er betet sich selbst an. Ja, okay, selbstverliebt ist ja okay, aber sich selbst vergöttern? Weiß nicht, was da besser war. Das Pack mit Courtois. Vom Rating her auf jeden Fall. Kostet die... Boah, da war einer fleißig am Coins schieben, jetzt dachte ich schon. Okay, wir machen das Pack ein bisschen spannend. Ich drehe mich um, guck nicht hin. Wir öffnen das Pack. Ich skippe den Walkout. Und dann gehen wir von ganz hinten nach ganz vorne die Spieler durch. Steigern uns langsam im Rating. Okay. Also während ich sehen will, was jetzt rauskommt, jetzt weggucken. Ich öffne das Pack. Let's go. Ich guck nicht hin. Das muss eigentlich nochmal irgendein Trophy Titan sein, oder? 2084 plus. Das muss es doch sein. Wenn das kein Trophy Titan ist, dann weiß ich auch nicht. Also zumindest aus einem aus den beiden Packs. Okay. Walkout müsste ich eigentlich jetzt skippen. Müsste geskippt sein. Dann gehe ich jetzt ganz nach hinten durch. Ich gucke immer noch nicht hin. Ich halte einfach mal kurz eine Zeit lang gedrückt, wenn ich ganz hinten bin. Müsste jetzt der Fall sein. Okay, und wir drücken R3. Ja, okay. Wir sind ganz hinten. 84er, das passt. Bastoni. 20 Spieler, wir zählen mit. Nummer 1, Bastoni. 2. 3. Okay, sind Doppelte. 3. Rodi Alba ist auch noch doppelt. 4. Dreher ist doppelt. 5. Und jetzt sind wir wieder bei 84ern. Okay. Jetzt kommen die Nicht-Doppelten. Wir sind bei Karte Nummer 6 bei Kai. 7. Also bei 10 müsste es dann langsam mal hochgehen. 8. 9. 10. Hälfte. Da war schon De Gea dabei, ein 87er. Ja, okay. Aber jetzt könnte es langsam anfangen, sich zu steigern. Nummer 11. Oh, Schluss jetzt mit den 84ern, ehrlich. Ich kann die 84er heute nicht mehr sehen. 12. 13. Oh nein, nicht so viele. 14. Oh, ist wirklich jeder 84er drin. Mann! 15. Ach, das war's komplett. Ich wette, der Rea war der Beste. Hä? 15, 16. Okay. 85er übersprungen. Wichtig. 16. Vinny Junior. 16. Vier Karten noch. Komm schon, geh gleich hoch auf 87. Komm schon. 17. 18. Och nein. Nur noch 2, ne? 19. 88. Oh, aber das reicht nicht. Ist nur noch eine Karte, ne? Wenn ich richtig gezählt habe, ist nur noch eine Karte. 20. Oh, nein, nicht Donnarumma, der Beste. Bitte nicht. Nein. Oh nee, echt jetzt? Ach du Scheiße. Oh, das tut weh. Aua, aber so viele 84er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 84er. Das kannst du keiner erzählen. Okay, ich habe unsere doppelten Untrades meine SPC gesteckt. 90 plus, Prime, Totti oder Foot Birthday Icon. Ja, ich würde sogar sagen, wir öffnen das zuerst. Weil, wenn ich jetzt das 2084 Plus wieder öffne, habe ich wieder so viele Doppelte und kann dann das Pack nicht öffnen, bis ich die irgendwo in SBC gesteckt habe oder abgestoßen habe. Also gehen wir zuerst mit dem 90 Plus Icon Pack. Ich werde den Bildschirm verdecken und dann gehen wir langsam die Stats von rechts nach links durch. Okay. Pack öffnet sich. Skippen den Walkout. Gehen jetzt langsam die Stats durch. Ich hoffe, es passt jetzt. Müssten eigentlich die Stats kommen. Ja, passt. Okay. 73 Physis. Oh, wenig Verteidigung ist gut. Beweglichkeit ist sehr gut. 90 Dribbling. 77 Passen. 92 Schießen, okay. 90 Tempo. Und dann Clinch. Deutlich ist gut.
glaube, Dolglish ist ein Win. Ah, okay. Ja, okay. Also kostet sogar auch mittlerweile ein bisschen weniger, als die SBC gekostet hat. Aber da wir den ja komplett aus Untrades und Doppelten gemacht haben, sehe ich das jetzt einfach mal als einen kleinen Win an. Und dann kommen wir auch jetzt zu unserem letzten Pack, 2084 Plus nochmal. Ohne irgendwelches Hack-Mack. Wir öffnen es einfach. Komm schon. Und ich guck. Ich will es sehen. Komm schon. Kann ja nur besser werden als das erste. Oh, keine Spezialkarte. Ja, ist wieder Neymar. Hatten wir das letzte Mal schon. Ist eigentlich traurig, oder? Dass man sich nicht mehr über einen Neymar freuen kann, weil er einfach nichts wert ist. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mir Neymar angezeigt wird und trotzdem eine Spezialkarte dahinter ist. Komm schon, ihr gönn. Es kann doch nicht sein, dass aus 40, 84 plus Spielern keine Spezialkarte kommt. Komm schon. Was ist dahinter? Marquinhos? Nein. Definitiv nein. Oh Gott. Ach du Scheiße. Neymar war der Beste aus 40 84 plus Spielern. Keine Spezialkarte. Ui. Wieder 12 84er von 20 Spielern. Wieder. Weiß ich nicht, ob das so sein sollte. Also mit den Packs bin ich jetzt echt unzufrieden. Also das ist ja wirklich eine bodenlose Frechheit. Ansonsten will ich mich nicht beschweren. Wir hatten einen Philipp Lahm, einen Landon Donovan, also zwei Titans. Mit Kenny Dalglish bin ich auch relativ zufrieden. Ja, ich weiß nicht, stellt man einen Dalglish über Isaac? Isaac ist schon echt wild, ne? Aber fehlt mir halt einer, der ihn irgendwie auf Chemie bringt. Deswegen werden wir einfach Dalglish mal testen. Ja, am Ende des Tages hatten wir auch schon schlechtere Pack-Openings, von daher beschwere ich mich jetzt erstmal nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Packs aussahen, ob ihr ein bisschen mehr Pack-Luck noch hattet. Dann würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Ihr seht, wir stehen knapp vor den 200, vielleicht knacken wir die ja schon mit diesem Video, würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann wünscht euch noch ein schönes Osterfest und sagt bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.